Sarah Weiss, wie geht es Ihnen? Ja, es war ein harter Tag, es war ein Zittern und ich habe wie zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite, deswegen hat der Sitz verloren. Schweizweit hat es einen massiven Rechtsrutsch gegeben und das macht mir grosse Sorgen. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich unendlich, dass ich weiterhin in Bern politisieren darf. Warum hat es Ihnen gelangt und Mustafa Atici nicht? Die Ausgangslage war sehr schwierig. Die Baselstadt, das wissen alle, hat den Sitz verloren. Und wir haben gewusst, es wird sehr knapp. Und die Knappheit, warum es den Ausschlag gibt, kann ich noch nicht sagen. Ich habe auch die Zahlen noch nicht angeschaut. Ehrlich gesagt bin ich jetzt einfach mal hierher gekommen und werde das im Nachgang anschauen. Aber klar ist, es ist nicht daran gelegen, dass Mustafa Atici eine schlechte Arbeit gemacht hat. Im Gegenteil, Mustafa und ich sind ein sehr gutes Team in Bern und werden es bis Ende November weiterhin sein und dort weiterhin gute Politik machen. Basel bestellt eine reine Frauenvertretung nach Bern. Was löst das bei Ihnen aus? Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so realisiert, aber klar ist, sind sehr viele Männer im Parlament vertreten gewesen. Von dem her glaube ich, das ist völlig in Ordnung, dass wir jetzt eine Frauendelegation schicken. Und ich freue mich mit meinen drei Kolleginnen unter Eva Herzog natürlich, die ein Spitzenresultat gemacht hat, in Bern weiter zu politisieren. Es war unklar gewesen, ob Sie zur Verkündigung kommen werden. Was ist in Ihnen vorgegangen? Ich war am 12. selbstverständlich hier und bin nachher mit meinen Neffen in Zolli gegangen. Mein Neffe hatte Geburtstag und wir sind dort, wir haben einen sehr schönen Tag verbracht. Die Nervosität hat, ist gestiegen und ich bin gerade unten beim Kongresscenter gewartet, einfach weil ich diesen Moment einfach mit meinen engsten Vertrauten wollte verbringen. Ganz kurz noch zum Schluss. Wird es in den nächsten vier Jahren für Ihre Anliegen einfacher oder schwieriger? Ich habe es ganz am Anfang gesagt, es wird nicht ein einfaches Parlament. Ich habe ein bisschen am Tag verfolgt, was so die nationalen Trends sind und das macht mir riesig viel Sorgen. Ich habe Angst, in welche Richtung es gehen wird. Aber ich glaube, umso wichtiger sind die sozialen Kräfte und da würde ich mich mit Herzblut dafür einsetzen.